Links und Anlagen sind in E-Mails inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Dadurch, dass jetzt aber immer mehr Links und Anlagen im Zusammenhang mit der Microsoft Cloud-Ablage in E-Mails eingefügt werden und wie ihr in dem Video, das ich schon gezeigt habe, gesehen habt, man die manchmal gar nicht so genau voneinander unterscheiden kann, außer man schaut sehr genau hin, kommt es immer wieder zu nicht so ganz einleuchtenden Effekten und da wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um drei Dinge, nämlich darum, wie du Anlagen lesen kannst, wie du Anlagen bearbeiten kannst, wie du sie ablegen kannst und zum Schluss noch ein kleiner Bonustipp, wie du bearbeitete Anlagen dann auch wieder zurückschicken kannst. Starten wir mal mit dem Lesen. Ich habe hier eine E-Mail mit verschiedenen Anlagen und zwar hier eine normale Word-Anlage, hier auch, hier eine Word-Anlage, die auf einem SharePoint-Server liegt. Da nochmal eine normale Anlage. Hier noch Outlook-Elemente, E-Mail, Kontakte. Und hier noch eine Anlage, die ganz konkret von einem Laufwerk kommt und noch eine PDF-Datei. Und wenn wir die jetzt lesen wollen, dann können wir zum Beispiel einfach auf so eine Anlage einmal klicken. Dann wird eine Vorschau gestartet und in der Vorschau sehen wir dann den Inhalt dieser Datei. Und diese Datei hat scheinbar keinen Inhalt, die ist leer. Hier ist was drin, wenn ich einen Kontakt nehme, dann sehe ich den Kontakt in der Vorschau. Und bei manchen Anlagen, zum Beispiel bei PDF-Anlagen, macht Microsoft das so, dass zunächst gewarnt wird bei diesem Dateityp. Du kannst es auch ausschalten, wenn du sagst, du willst bei PDF-Dateien nicht gewarnt werden, nimmst du das Häkchen raus. Und in so einem Fall müsstest du dann auf Dateivorschau gehen und wenn ich hier draufklicke, dann siehst du gleich hier im Eck, dass da steht, mit welcher Software, nämlich mit einem sogenannten PDF-Preview-Handler, jetzt diese PDF-Datei hier innerhalb der E-Mail angezeigt wird. Ich gehe auf Dateivorschau und damit sehe ich jetzt hier diese Anlage. Und jetzt ist es so, wir sind immer noch in der Nachricht und um zum Nachrichtentext zurückzukommen, kannst du zum Beispiel hier auf Zurück zur Nachricht klicken. Das heißt, Anlage anklicken, lesen, andere Anlagen anklicken, die du lesen willst oder eben Zurück zur Nachricht. Du kannst eine Anlage natürlich auch dadurch lesen, dass du einen Doppelklick drauf machst, dann geht das entsprechende Programm auf und die Datei wird in dem Programm geöffnet. Und da gibt es schon mal zwei Dinge, die ich dir zeigen möchte, nämlich einmal, schau, hier oben steht schreibgeschützt und hier steht manchmal noch etwas über Bearbeiten, Anzeigen und Ähnliches. Da werden wir später noch drauf kommen. Aber ich habe die jetzt geöffnet und ich kann sie jetzt hier lesen und dann kann ich das Programm auch wieder zumachen. Also das wären im Prinzip die zwei Varianten zum Lesen. Das eine wäre innerhalb der E-Mail anklicken. Dann wird die Vorschau angezeigt, zurück zur Nachricht und die andere Variante, du machst die E-Mail mit einem Doppelklick auf. Schauen wir uns als zweites an, wie du jetzt so eine Anlage ablegen kannst. Wenn es eine normale Datei ist, Rechtsklick drauf, Speichern unter wäre eine Möglichkeit. Hochladen wäre auch eine Möglichkeit. Das ist nichts anderes als ein Ablegen in deiner Cloud. Und wenn Microsoft 365-Gruppen in Outlook bei dir eingeklinkt sind, so wie bei mir hier zum Beispiel, dann kannst du hier direkt auf den SharePoint-Server zum Beispiel hochladen. Aber Vorsicht, die Dateien werden auf die oberste Ebene im SharePoint hochgeladen und sie dann dort richtig zuzuordnen und wiederzufinden, ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn du jetzt viele Anlagen hast, dann hast du auch die Möglichkeit, über den Rechtsklick alle Anlagen speichern oder alle Anlagen hochladen, alle Anlagen auf einmal abzulegen. Und du siehst, die sind dann hier markiert, wenn ich den Rechtsklick und alle Anlagen speichern wähle. Wenn ich jetzt mit OK bestätige, dann werden alle Anlagen dann am selben Speicherort abgelegt, den ich jetzt aber hier noch selber aussuchen kann. Wenn du nur einzelne willst, kannst du einzelne markieren, zum Beispiel mit der Steuerungstaste und dann anklicken. Dann hast du mehrere, die nicht zusammenhängen oder eins anklicken, Großschreibtaste und das unterste. Dann hast du mehrere Anlagen, die zusammenstehen, markiert und die werden dann eben gemeinsam abgelegt. Ich mache das mal in diesem Fall hier die ersten vier, bestätige mit OK, suche mir
einen Ordner raus. Ich nehme mal hier den Ordner Seminar, bestätige mit OK. Und jetzt ist es zum Beispiel hier so, in einer E-Mail können zwei Dateien mit demselben Namen sein. Das geht im Dateisystem nicht. Und dann möchte hier Outlook eben wissen, was mit dieser Datei dann passieren soll. Ich möchte die nicht ersetzen und den Kommentartest auch nicht. Also hier müsste man dann nochmal gezielt einzeln ablegen. Ich schließe das wieder. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Outlook-Element wie diesen Kontakt ablegen möchtest, dann hast du theoretisch auch die Möglichkeit mit dem Rechtsklick, aber da gibt es nur Varianten, die was mit dem Dateisystem und der Cloud zu tun haben. Ich möchte aber jetzt diesen Kontakt in Outlook in die Kontakte legen und da wäre eine Möglichkeit, dass du den Kontakt aufmachst und dann mit Speichern und Schließen in deinen Kontakten abspeicherst. Oder du machst es so, du drückst die Windows-Taste und den Pfeil nach links, dann wird dein E-Mail-Fenster auf der linken Seite angeordnet, dann wählst du dein Outlook-Fenster auf der rechten Seite aus, gehst in dem Outlook-Fenster in die Kontakte und dann nimmst du dir hier den Kontakt und ziehst den per Drag and Drop hier in die Kontakte hinein, sodass der dann dort eingefügt wird. Und nachdem es den schon gibt, wird jetzt gefragt, ob der neu hinzugefügt werden soll oder ob der alte aktualisiert werden soll. Das heißt also, je nachdem, was für eine Anlage es ist, musst du unterschiedliche Wege gehen, wenn es dann ums Ablegen geht. Noch eine letzte Variante zum Ablegen, die sicher viele von euch kennen, ist, ich mache mit einem Doppelklick eine Anlage auf und gehe dann auf Datei, Speichern unter und speichere hier ganz gezielt an der Stelle ab, an der ich abspeichern möchte. Wenn du jetzt eine Datei bearbeiten willst, die du hier als Anlage hast, dann ist immer so die Frage, was willst du danach damit tun, beziehungsweise was ist das für eine Datei? Also nehmen wir mal an, es ist eine Datei, die auf SharePoint liegt, wie diese hier. Du willst sie bearbeiten, du machst sie mit einem Doppelklick auf, gehst auf Öffnen. Dann wird diese Datei, je nach den Grundeinstellungen, entweder in der Web-App geöffnet oder in der Desktop-App. Und du kannst jetzt hier direkt in dieser Datei arbeiten. Du bist hier im Bearbeitungsmodus und die Datei ist auch gespeichert. Und wenn du eine Änderung vornimmst, dann änderst du ja direkt im Original. Und wenn du das Ganze schließt, ist es gespeichert. Und wenn du es später wieder aufmachst, dann geht die Datei wieder auf und die Änderungen sind damit drin. Aber wichtig, das liegt eben daran, dass diese Datei gar nicht als Anlage hier drin liegt, sondern dass das eigentlich nur ein Link ist. Hier wird es deutlicher, aber das Prinzip ist eigentlich genau dasselbe. Du siehst, hier habe ich den Link auf die Datei, da ist auch die Änderung. Das heißt also, wir haben, und da schau dir gerne nochmal das Video an, das ich vor ein paar Wochen schon zu den Anlagen gemacht habe. Wir haben jetzt die Variante, dass es so aussieht wie hier, aber gar keine Anlage ist, sondern tatsächlich genau genommen ein Link, was hier eindeutiger ist, aber eben das hier auch ein Link ist. Wenn du jetzt eine normale Anlage bearbeiten willst, ich nehme mal hier die nicht druckbaren Zeichen, neuer Name, das ist wirklich eine Anlage. Du siehst auch, da steht was anderes hier drin als in der Datei, die ich vorher auf dem SharePoint geöffnet habe und ich öffne die jetzt. Und ich versuche jetzt hier irgendetwas einzugeben, dann kann ich das zwar, aber du siehst hier oben, da steht Schreibgeschützt dabei. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, dann heißt es, die kann nicht direkt gespeichert werden, sondern du musst einen anderen Ort angeben, also entweder hochladen oder über weitere Optionen dir einen Ordner zum Speichern raussuchen. Das heißt, du kannst zwar genau genommen die Datei bearbeiten, aber die Frage ist, wo wird das gespeichert, wenn du es nicht bewusst speicherst? Und da ist es tatsächlich so, wenn ich diese Datei jetzt schließe und ich speichere nicht, dann ist natürlich das, was ich geändert habe, auch weg. Mach nochmal eine Anlage auf, Doppelklick. Und du siehst jetzt, hier steht wieder Schreibgeschützt, also selber Effekt. Und zum Schluss wollen wir uns noch anschauen, wie du eine Anlage bearbeiten kannst und sie direkt mit der E-Mail zurückschicken. Ich empfehle euch, die Datei zu speichern, zu verändern und dann neu zurückzuschicken. Das heißt also über einen Rechtsklick speichern, unter abzuspeichern oder einen Doppelklick drauf, aufmachen, abspeichern, dann ganz normal bearbeiten, speichern
und dann die E-Mail beantworten und dort die Anlage beilegen. Es gibt allerdings auch eine andere Variante und die sieht so aus. Über das Menü Nachricht kennt ihr vielleicht schon aus anderen Videos unter Verschieben, Aktionen, den Befehl Nachricht bearbeiten. Wenn du diesen Befehl wählst, dann kannst du jetzt die Inhalte der Nachricht und damit auch die Inhalte der Anlagen so verändern, dass es nachher hier in dieser E-Mail drin steht. Ich nehme mal die Anlage aus einem Laufwerk, mache die jetzt mit einem Doppelklick auf. Es steht hier oben Anlage aus einem Laufwerk, auf diesem PC gespeichert. Hier steht jetzt auch nichts von schreibgeschützt, was euch vorher vielleicht schon aufgefallen ist. Ich gebe jetzt hier eine Änderung ein. Und diese Änderung wird jetzt hier nicht automatisch gespeichert, weil es nicht in der Cloud-Ablage liegt. Aber ich kann jetzt hier speichern. Und das Komische ist jetzt, ich muss sie tatsächlich an einem Speicherort, sei es in der Cloud oder lokal, abspeichern, damit Outlook dann diese veränderte Anlage in der E-Mail weiterpflegen kann. Und das macht es meiner Ansicht nach sehr kompliziert. Deshalb vorher der Tipp, erst abspeichern, dann neue Mail und beilegen. Aber wir machen das mal hier komplett. Ich gehe auf weitere Optionen. Und jetzt seht ihr schon, es passiert gar nichts. Eigentlich müsste jetzt ein Speicherort auftauchen. Das heißt also, hier muss ich tatsächlich auf Datei speichern untergehen. Ich suche mir einen Ordner aus, in dem ich das Ganze ablegen will. Ich nehme mal hier einen neuen Ordner, den nenne ich Anlagen, weil ich die ja nicht aufheben will. Ich gehe auf Speichern. Lasst euch nicht irritieren von dieser Zahl, von der 02. Die spielt in diesem Fall keine Rolle. Ich schließe die E-Mail wieder, die Anlage wieder. Und jetzt muss ich noch die E-Mail schließen und ich werde gefragt, ob ich speichern will. Das ist jetzt die Änderung in der Anlage. Jetzt muss ich noch Ja sagen. Damit ist die Änderung aus der Anlage gespeichert. Und wenn ich jetzt die E-Mail wieder aufmache und die Anlage aus einem Laufwerk öffne, dann seht ihr, hier ist die Änderung dabei. Und wenn ich das Ganze jetzt weiterleite, dann ist hier auch die Änderung in der Anlage hier mit drin. Also ihr seht, relativ kompliziert, direkt in der E-Mail zu verändern. Deshalb würde ich davon eher die Finger lassen. Schaut genau drauf, handelt es sich um eine Datei, die in der Cloud-Ablage liegt? Also ändert ihr direkt das Original oder seid ihr wirklich in der Anlage? Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, Speichern und Bearbeiten von euren Anlagen und Hyperlinks. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.